Herzlich willkommen an den Bildschirmen und in der App, wenn Sie die App benutzen, und hier im Studio. Wir senden aus Berlin. Das digitale Fachsymposium startet jetzt. Ich kann jetzt im Moment noch nicht sehen, wie viele Teilnehmer wir haben. Wir haben ungefähr über 1000 Anmeldungen gehabt und sind, glaube ich, sehr stolz darauf, dass so viel reges Interesse an diesem Symposium gewesen ist. Unser heutiges Thema ist der BIM-Masterplan Bundesfernstraßen des Bundesverkehrsministeriums. Und wir wollen heute mit Ihnen intensiv über diesen Masterplan und die Rahmendokumente diskutieren. Erlauben Sie zuerst, mich vorzustellen. Mein Name ist Klaus Lintemeyer. Ich werde heute durch das Programm führen und bin der Moderator der Diskussion heute. Ein wichtiger Hinweis noch zum Thema Gesundheit. Gesundheit hat oberste Priorität. Wir werden heute die Veranstaltung digital durchführen. Und alle hier im Studio sind vorher getestet worden. Das heißt, wir werden hier nach der 2G-Plus-Regeln diskutieren und arbeiten. Zuerst muss ich leider noch einige technische Hinweise geben, bevor wir zum Programm kommen. Sie können die Ansicht in einigen Anwendungen frei wählen. Am besten wählen Sie die Ansicht aktiver Sprecher. Falls Sie sich mobil einschalten sollten über die App, heißt die Auswahlliste der Ansicht nicht aktiver Sprecher, sondern Fokus. Während des Plenums, der Diskussion, der Vorträge, die nachher kommen, können Sie Fragen stellen im Chat. Nehmen Sie das rege wahr. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass wir viele Fragen erst in den Themeninseln diskutieren können und nicht alle hier im Plenum und in der Podiumsdiskussion beantworten können. Das Chatfenster finden Sie unten rechts. Wenn Sie absenden, bitte schreiben Sie an alle Diskussionsteilnehmer, weil nur dann können wir es lesen. Wenn Sie die App nutzen, finden Sie unten im Chat den Menüpunkt Chat, unten rechts. Auf der Folie ist erklärt, wie Sie vorgehen müssen. Es ist mobil etwas anders als in der Desktop-Variante. Hinweise zum Datenschutz. Wir nehmen den Datenschutz, das haben Sie auch in dem Einspieler vorhin gesehen, sehr ernst. Wir halten uns an die Vorgaben. Wir werden die Veranstaltung aufzeichnen und im nächsten Jahr auch allen, die Interesse haben, zur Verfügung stellen. In der Aufzeichnung werden nur die Personen erkennbar sein, die hier im Studio diskutieren und die als Referent an dem Bildschirm Rede und Antwort stehen. Wir werden keine anderen Personen aufzeichnen oder deren Aussagen sozusagen direkt nachvollziehbar dokumentieren. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie auf der Webseite auch noch weitere Informationen dazu bekommen. Zum Ablauf. Wir haben zwei größere Blöcke. Wir fangen an mit Grußwörtern. Herr Rühmkorff, der vom Bundesverkehrsministerium aus Bonn zugeschaltet ist, und Herr Deussen, der hier vor Ort ist, werden Grußworte gleich sprechen. Es wird Präsentationen geben zum Masterplan selbst und zu den Rahmendokumenten. Das ist das Herzstück, das sachliche und fachliche Herzstück heute der Veranstaltung. Und im zweiten Teil werden wir dann in die Plenumsdiskussion gehen. Wir haben Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen hier eingeladen und alle haben unserer Einladung gefolgt. Und wir begrüßen nachher im weiteren Verlauf der Veranstaltung dann die Experten und Expertinnen, die bereits hier im Studio sitzen, mit genügend Abstand, wie es sich gehört. Sie sehen die im Moment noch nicht im Bild. Der erste Teil wird ungefähr von 9.30 Uhr bis 11.50 Uhr dauern. Der zweite Teil gehen wir dann in die Themeninseln. Wir haben zwei Runden vorgesehen und das wird ungefähr von 12 Uhr bis 13.30 Uhr dauern. Wir haben schon das Interesse, dass wir sehr punktgenau um 12 Uhr mit den Themeninseln beginnen, sodass wir auch, wenn hier etwas Zeitverzögerungen sind, ist meine Aufgabe, es als Moderator, das aufzuholen und dafür zu sorgen, dass wir hier eine Art von Zeitdisziplin auch einhalten. Das BMVI hat am 12. Oktober den Masterplan BIM Bundesfernstraßen veröffentlicht. Die BIM-Methode soll vor allen Dingen stufenweise implementiert werden bis zum Jahr 2025 und auch in einem Regelprozess münden. Wir freuen uns sehr darüber, dass Herr Rühmkorff vom Bundesverkehrsministerium
einen Gruß von an uns richtet. Jetzt muss ich schauen, ob wir Herrn Rühmkorff bereits live zugeschaltet haben. Sie sind sozusagen auch verantwortlich für die Entwicklung des Masterplans und der Rahmendokumente. Und wir freuen uns auf Ihr Grußwort und ich gebe Ihnen das Wort nach Bonn. Vielen Dank, Herr Rühmkorff. Vielen Dank, Herr Lindemeyer. Zunächst mal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein herzliches Willkommen aus unserem Haus. Das ist jetzt eine Veranstaltung, die auf diese Weise bei uns jetzt auch nicht alltäglich ist, in dem Format, in dieser Größenordnung. Aber wir freuen uns, dass das Interesse so groß ist. Ich möchte diese Veranstaltung, dieses Symposium noch mal so ein bisschen vielleicht in einen Rahmen setzen. Die Älteren von Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern, dass Ingenieure und Techniker mit weißen Kitteln bekleidet und einem gewissen Stolz über diese quasi Dienstausrüstung über die Flure der Ämter und auch der Planungsbüros gelaufen sind. Der weiße Kittel war praktisch das Markenzeichen des Ingenieurs und der Techniker. Die Straßenplanung hat damals stattgefunden mit Biegestab, Taschenrechner, Klotoiden-Lineal und ist eben auf analogen Wege mit weichem Bleistift durchgeführt worden. Aber die Zeit ist weitergegangen. Die Computertechnik hat Einzug gehalten und es sind digitale Geländemodelle für die Planung verwendet worden, Planungssoftware und ist aber auch beim Bau und bei der Bauabrechnung die Computertechnik eingesetzt worden. Auch in der Datenhaltung bedient man sich ja inzwischen durchaus der Computertechnik erfolgreich und auch schon mit vielen Erfahrungen. Was wir jetzt mit BIM erleben, ist aber ein ganz neuer Schritt. Nämlich wir wollen diese einzelnen Aspekte der Planung, Bau, Abrechnung, Verwaltung, Betrieb zusammenführen in einem großen Ganzen. Das ist nicht trivial. Ich will es mal bildlich sagen. Stellen Sie sich vor, jeder kommt mit einem unterschiedlichen Stück Torte und Sie wollen jetzt daraus einen Kuchen machen. Das wird wohl nicht gelingen. Das heißt also, wir müssen dieses gesamte System neu konzipieren, neu denken. Es erfordert neue Arbeitsweisen. Der Datenaustausch funktioniert auf andere Art und Weise und es erfordert ein gewaltig neues Handeln in Verwaltung, Planungsbüros, in der Bauabwicklung, in der Bauwirtschaft, überall im gesamten Bauwesen, im Straßenbau. Wir haben in unserem Haus im Referat von Herrn Deusen, von Herrn Meister entwickelt, zusammen mit BIM Hamburg und BIM Deutschland, den Masterplan Bundesfernstraßen, den Herr Lindemeyer hier gerade schon erwähnt hat, ich halte ihn noch mal hoch, entwickelt, um diesen Weg in den Regelprozess von BIM zu strukturieren und voranzubringen. Wir haben jetzt zu erwarten interessante Beiträge aus allen verschiedenen Fachrichtungen und Perspektiven, die mit BIM zu tun haben, sowohl aus Sicht von Planungsbüros als auch der baupraktischen Anwendung, der Planung, der Vergabe, der Abrechnung. Und wir haben einen Teilnehmerkreis von Experten und Expertinnen gewinnen können aus allen diesen Bereichen. Und wenn ich jetzt höre, ich hatte heute Morgen noch mal die Botschaft bekommen, es sind weit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Interesse an diesem Symposium haben und sich dafür angemeldet haben, dann kann man also sagen, es ist sicherlich etwas, wo man wirklich merkt, es ist ein gewaltiges Interesse da, dieses Projekt und dieses Konglomerat von verschiedenen Fachrichtungen, will ich mal sagen, und Teilaspekten zusammenzubringen zu einem großen Ganzen. Und ich hoffe, dass Sie alle aus diesem Teilnehmerkreis und in diesen Themenkreisen, die wir jetzt im Einzelnen demnächst hören und abarbeiten werden, dass wir da was beitragen können und dass Sie vielleicht auch noch mehr mitnehmen können, als Sie selber beigetragen haben, indem Sie auch in die Bereiche, die Sie sonst vielleicht aus Ihrem Arbeitsfeld nicht so sehen können, einen tieferen Einblick erhalten. Unser Masterplan soll einen Anstoß geben auf dem Weg in den Regelbetrieb. Das wird noch ein Teil, ein bisschen dauern, bis wir das schaffen, dass wirklich der Regelbetrieb so laufen kann. Aber ich glaube, wir haben einen guten Weg eingeschlagen und wir befinden uns auf dem Weg dahin. Und damit wünsche ich euch uns allen
einen guten Verlauf dieser Veranstaltung und interessante Einblicke, die Sie hoffentlich mitnehmen können und hinterher auch in Ihrer praktischen Arbeit zur Anwendung kommen können. In diesem Sinne also einen angenehmen Verlauf und ich hoffe, dass technisch alles gut klappt und gebe Herrn Lintemeyer zurück an den nächsten Beitrag. Recht vielen Dank. Ja, Herr Rübkor, vielen Dank nach Bonn für Ihr Grußwort. Sie hatten ja auch zu Recht gesagt, es gibt ein großes Interesse. Ich sehe gerade, wir nähern uns der Teilnehmerzahl 800. Ich habe jetzt gerade die Live-Daten, die sich zugeschaltet haben. Vielleicht knacken wir heute noch die 1000. Wir sind ja noch früh am Morgen, sodass sich welche auch zuschalten können. Wir kommen zum zweiten Grußwort, ebenfalls aus dem Bundesverkehrsministerium. Heute ist jetzt im Studio live, wir sind ja wieder jetzt in Berlin, Herr Deussen. Herr Deussen ist Referatsleiter für BIM im Straßenbau im Bundesverkehrsministerium. Und Herr Deussen ist auch unter anderem verantwortlich für Straßenverkehrstelematik, Rastanlagen und IT im Straßenbau, also ein wahrer Digitalisierungs- und IT-Experte. Herr Deussen wird das zweite Grußwort sprechen. Und ich habe zwei Fragen, die mir gekommen sind bei dem Studium der Unterlagen. Sie haben alle Unterlagen in 2 Jahren entwickelt. Das ist eine große Leistung. Wie ist es dazu gekommen? Wie konnte das in 2 Jahren geschafft werden? Und wer hat an der Ausarbeitung alles mitgewirkt? Herr Deussen. Ja, Herr Lintemeyer, vielen Dank für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen allen live und online sozusagen zu dem heutigen Fachsymposium BIM Bundesfernstraßen. Herr Lintemeyer, Masterplan Bundesfernstraßen, wie kam es dazu? Ja, wir hatten ein Konglomerat von verschiedenen Playern, die an dem Thema BIM mitgearbeitet haben und haben aus unserer Sicht gesehen, dass das alles so ein bisschen in verschiedene Richtungen geht. Und wir hatten dann den Anspruch, dass wir das für den Straßenbau sozusagen alles sortieren und zusammenführen. Und deshalb hatten wir vor etwa 2,5 Jahren eine Bund-Länder-Lenkungsgruppe gegründet mit den Beteiligten auf Verwaltungsseite und hatten uns dann ganz ungezwungen mal getroffen zu einer Runde, hatten so eine Art Brainstorming, so einen Workshop gemacht mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen. Das waren insbesondere aus der Straßenbauverwaltung aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg und aus Baden-Württemberg und haben uns dann überlegt, wie machen wir das. Und dann, das war sozusagen der Startschuss für den Masterplan. Wir haben dann versucht, das alles zu sortieren in dieser Arbeitsgruppe, Lenkungsgruppe und haben uns dann immer weiter angenähert, bis wir jetzt letztendlich dann nach den 2 Jahren zu dem festen Text gekommen sind, den Sie jetzt vor sich haben. Wichtig war, glaube ich, dass wir uns immer abgestimmt haben untereinander, dass wir offen und ehrlich miteinander diskutiert haben, dass wir definiert haben, was sind die Ansprüche der Einzelnen, was sind die Ideen, die Ziele, wie können wir das zusammenbauen und haben das dann sozusagen zusammengeführt. Ja, wie der Herr Rümker schon gesagt hat, wurde das federführend im BMVI dann zusammengefasst unter tatkräftiger Hilfe von BIM Hamburg. Und jetzt haben wir halt die Implementierungsstrategie für BIM im Bundesfernstraßenbau. Das ist der, wie ich das nenne, strategische Fahrplan und Rahmen, was wir in der nächsten Zeit machen wollen, wie wir das nach vorne bringen wollen. Und zwar nicht nur für Planung und Bau, sondern auch für Erhaltung und Betrieb im Straßenbau, was Themen sind, die meiner Ansicht nach auch sehr wichtig sind in dem Zusammenhang mit BIM. Ich möchte mich auch hier bei allen bedanken, die beim Masterplan mitgearbeitet haben. Exemplarisch nenne ich hier mal BIM Deutschland und die Partner, BIM Hamburg. Auch die Referate der Abteilung SDB, die da tatkräftig mitgearbeitet haben bei der Endredaktion. Das Referat DG 25 im BMVI, das sozusagen über alle Verkehrsträger den Rahmen vom BIM schlägt. Dann natürlich die Straßenbauverwaltung der Länder, die DEGIS, die Autobahngesellschaft des Bundes, die BAS, die FGSV und viele andere mehr. Ja, abschließend wünsche ich der Veranstaltung gutes Gelingen. Und freue mich auf spannende Diskussionen am heutigen Tag. Ja, vielen Dank, Herr Deussen. Vielen Dank, Herr Rümkor. Vielen Dank, Herr Deussen, dass das Bundesverkehrsministerium heute auch als Veranstalter die Grußworte an uns gerichtet haben. Wir werden jetzt zum fachlichen Teil kommen. Ich darf ankündigen zum einen Herrn Meister. Herr Meister ist für die gesamte BIM-Koordination auch im Bundesverkehrsministerium zuständig. Herr Meister wird im gleichen tollen Studio in Bonn gleich zu uns sprechen.
und mit Herrn Scholz gemeinsam. Herr Scholz ist Programmleiter BIM Hamburg und beide werden den Masterplan vorstellen in einer circa 20-minütigen Präsentation. Und danach werden Herr Scholz und Herr Dr. Tulke, Herr Dr. Tulke ist Leiter von BIM Deutschland, werden die Rahmendokumente vorstellen und dann haben wir den Gesamtkosmos des Masterplans und der Rahmendokumente dann sozusagen fachlich vorgestellt und können in die weitere Diskussion einsteigen. Dann würde ich sagen, schalte ich jetzt direkt, glaube ich, zu Herrn Meister nach Bonn, der jetzt beginnen wird mit der Präsentation und dann an Herrn Scholz hier im Studio abgibt. Herr Meister, vielen Dank. Sie haben das Wort. Ja. Herzlichen Dank, Herr Lindemeyer. Ich freue mich auch, dass wir heute hier am 8. Dezember den Masterplan Bundesfernstraßen vorstellen dürfen. Und wir haben uns das zweigeteilt. Ich werde die einleitenden Worte bringen und ein bisschen was zur Entwicklung und dann zum Schluss das Fazit machen. Und der Herr Scholz aus Hamburg wird sich dann die Themen, die ich Ihnen gleich jetzt hier auf der Agenda vorstellen werde, widmen. Die Agenda zeigt an, dass wir kurz mal über die Historie zur Entwicklung des Masterplans sprechen wollen, das Strategiemodell und Zukunftsbild der BIM-Implementierung uns kurz betrachten wollen, die strategischen Ziele der BIM-Implementierung des Masterplans, das Implementierungskurs und dann zum Schluss das Fazit draus ziehen. Ja, wie kam es denn eigentlich zu dem Masterplan BIM Bundesfernstraßen? Die historische Entwicklung hat ja natürlich, wie Sie auf der nächsten Folie sehen, 2015 bereits hier im BMVI begonnen. Aber dazu vielleicht noch eine Anekdote, weil der Zeitstrahl geht ja da auch weiter nach vorne, also in den 2000er Jahren. Ja. Der Herr Rühmkopf hat das gerade erwähnt, dass natürlich unser Berufsstand früher mit weißen Kitteln rumgelaufen ist. Ich habe das tatsächlich auch noch selber erlebt. Ja. Und ich hatte vor 25 Jahren mit 14 Jahren das erste Mal in einem Architekturbüro ausgeholfen, den Messstab zu halten und habe jetzt sozusagen auch verraten, wie alt ich bin. Aber ich habe auch damals in diesem Büro, wo ich gejobbt habe und dann auch Ausbildung gemacht habe, ein was festgestellt. Es ist alles sehr lokal. Es war damals die Zeit, wo ich habe ja noch mit dem Zeichenbrett gelernt, alles mit den Tuschestiften und dann ging es los mit den PCs. Und mit den PCs war alles singular auf einem PC und man konnte mit den anderen Kollegen auch nichts teilen, keine Word-Dokumente, gar nichts. Und dann ging es weiter mit dem Netzwerk. Das war schon eine große Herausforderung damals. Ja, das habe ich mich damals auch im Büro angenommen. Wir waren auch nur, glaube ich, wir waren nur drei Leute, ja, und eine Bürokraft. Und ja, da durfte dann der Auszubildende sich dann mal über die Technik kümmern. Und da habe ich mich schon gefreut, dass man von zwei oder drei Computern auf ein Netzwerk zugreifen konnte. Ja. Und ich hatte das dann in meiner Ausbildung später als Bauzeichner, Techniker, Bachelor, Master immer nicht verstanden, warum man nicht ein bisschen digitaler ist. Und jetzt freue ich mich endlich nach 25 Jahren, dass wir dieses Zeitalter doch ganz gut und ganz stringent beginnen dürfen und dass ich auch hier maßgeblich mit beiwirken durfte. Das macht mich sehr stolz und freut mich auch. Das Haus hat hier in der 2015 mit der Reformkommission Bau von Großprojekten das Thema BIM empfohlen. Es gab einen Impuls. Dann hat das Referat DG 25, damals hieß es noch anders, den Stufenplan Digitales Planen und Bauen verkehrsträgerübergreifend eingeführt und dort durch BIM for Infra einige Umsetzungen bzw. Ausarbeitungen und Empfehlungen ausgesprochen. Darauf haben wir aufgesattelt und haben dann vor gut zwei Jahren mit der Entwicklung des Masterplans BIM Bundesfernstraßen begonnen, der natürlich alle diese Dokumente berücksichtigt, alle Erfahrungen, die wir bis jetzt gemacht haben, berücksichtigt aus Pilotprojekten und anderen Dokumenten und haben wir das für den Masterplan hier zusammengefügt. Ich freue mich auch ungemein, dass wir am 12.10. den Masterplan mit den Rahmendokumenten veröffentlichen konnten. Und der Ausblick wird Ihnen der Herr Scholz dann auch nochmal zeigen, was geplant ist ab 25 mit dem Masterplan Digitaler Zwilling Bundesfernstraßen. Der Masterplan auf der nächsten Folie zeigt auch seinen Kern an. Das Fundament für die Digitalisierung ist der Masterplan, für das Planen und Bauen, ganz speziell. Und wir wollen mit dem Masterplan von der projektspezifischen BIM-Bearbeitung auf die organisationsspezifische
projektspezifische Arbeit mit BIM hinaus. Das heißt, wir wollen also von der singularen Projektarbeit auf die Organisation ausweiten und wollen auch BIM durch die Organisationen hindurchdringen lassen. Und dafür steht der Masterplan BIM Bundesfernstraßen. In der nächsten Folie, auf dem Kontextbaustein, ist es dem Masterplan im Kontext gelungen, folgende Bausteine auch im Masterplan zu vereinen. Erstens das gemeinsame zentrale gesteuerte BIM-Implementierung. Das heißt, Herr Deusen hat es schon mal angekündigt, wir wollen also die einzelnen Aktivitäten zentral steuern und auch gemeinsam ausrichten. Wir wollen dann auch sortieren, standardisieren und harmonisieren und die Erkenntnisse aus diesen Projektpiloten, die wir gemacht haben und auch noch machen werden, heraus dann dafür nutzen. Ableitend davon wollen wir für die anderen Disziplinen, für andere Fachdisziplinen, Umwelt und wie sie alle heißen, Rahmendokumente zur Verfügung stellen, die diese Erfahrung und diese Erkenntnisse in Bezug auf diese Disziplin mit dem Thema BIM veröffentlichen und vor allem, wir haben diese dann einheitlich und bundesweit abgestimmt zur Verfügung gestellt. Das heißt, eine Disziplin kann da auf unsere Erfahrung zurückgreifen. Auch möchten wir mit den anderen Disziplinen Anknüpfungspunkte und Andockpunkte bei uns hier zusammen implementieren, damit wir gemeinsam unterstützen können, das BMVI und eine digitale Zielsteuerung gegenüber der Autobahn GmbH und den Ländern durchführen können. Ganz wichtig ist, dass wir ja nur ein Puzzleteil haben. Wir werden das erste Puzzleteil legen und die anderen Puzzleteile, also die organisationsspezifischen Inhalte, die jede Organisation hier bundesweit für sich selber entwickeln muss, wollen wir sozusagen da anknüpfen, damit der bundesweit einheitliche Rahmen gesteckt werden kann und dieser dann auch im letzten Kontextbaustein sukzessive weiterentwickelt werden kann. Ja, so viel von mir, von der Einführung und hiermit übergebe ich dann an den Herrn Scholz. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Scholz. Sie können direkt im Studio anknüpfen. Klasse. Herzlichen Dank für die Einleitung, Herr Meister, zu dem BIM Masterplan und von meiner Seite auch aus herzlich willkommen zur Vorstellung dieses Masterplan BIM Bundesfernstraßen. Ich möchte gerne beginnen mit dem Strategiemodell und dem Zukunftsbild, das Herr Meister gerade schon angesprochen hat, das dem Masterplan zugrunde liegt. Und ein Blick auf das Strategiemodell zeigt Folgendes, nämlich diese Pyramide, die im Masterplan zu finden ist, die strukturiert durch den gesamten Masterplan führt, wie ein roter Faden. Und ganz an oberster Stelle ist der strategische Kompass, nämlich das Zukunftsbild. Und das Zukunftsbild beschreibt eben, was langfristig mit der Methode BIM erreicht werden soll. Darunter befindet sich die sogenannte Implementierungsstrategie und die legt eben den richtigen Weg zu diesem Zukunftsbild fest. Und ganz wichtig ist hier zu erwähnen, dass es keine BIM-Implementierung von 0 auf 100 innerhalb kürzester Zeit, sondern das ist ein gestufter Prozess, ein 3-Phasen-Modell, um eben behutsam sukzessive die BIM-Methode zu implementieren in den Straßenbauverwaltungen und entsprechend auch nicht zu überfordern mit zu vielen neuen digitalen Tools und Prozessen. Des Weiteren haben wir die Ziele analysiert und das BMVI spezifiziert ganz konkrete strategische Ziele und Rahmenbedingungen, wie das Thema Harmonisierung, Standardisierung ist ein wichtiges strategisches Ziel, auf das wir gleich eingehen werden, aber auch welcher Zweck steckt hinter BIM, nicht nur Digitalisierung zum Selbstzweck, sondern auch um die Wirtschaftlichkeit der Projekte im Bundesfernstraßenbau zu verbessern. Auf der untersten Etage dieser Pyramide, also quasi in diesem Fundament, werden hinter ganz konkrete operationalisierte Maßnahmen vorgeschlagen, die umgesetzt werden müssen, um BIM erfolgreich zu pilotieren bzw. zu implementieren. Und hier wird gehandelt auf sogenannten 4 strategischen Handlungsfeldern. Das sind die Prozesse, das sind die Richtlinien, das sind die Menschen und das sind die Technologien mit quasi der Überschrift, nur wer auf all diesen strategischen Handlungsfeldern agiert, kann BIM auch erfolgreich implementieren. Über all dem steht aber auch, was verstehen wir eigentlich unter der Methode BIM, Building Information Modeling? Und warum ist das so wichtig? Weil die Definition von BIM und das gemeinsame Verständnis maßgeblicher Erfolgsfaktor sein wird für die BIM-Implementierung. Und hier knüpfen wir auch an den digitalen Stufenplan, den Herr Meister gerade auch genannt hat, der nämlich auch besagt, dass BIM eben kein Stück Software oder ein Tool ist, was mal eben eingeführt wird, sondern es ist eine kooperative Arbeitsmethode, bei der auf Basis von digitalen Bauwerksmodellen agiert wird. Hier
beispielsweise dargestellt in diesem Brückenbauwerk, dieser Querträger, dass zum Beispiel Informationen wie Bauteileigenschaften, Kostendaten, Termindaten oder Historiendaten entsprechend in diesem Modell hinterlegt werden, um ein ganzheitliches Informationsmanagement über den gesamten Lebenszyklus zu etablieren. Also eine Single Point of Information des gesamten Projektlebenszyklus über die BIM-Methode, die dementsprechend auch die transparente Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten und Beteiligten in den Straßenbauverwaltungen und Ministerien ermöglichen soll. Der Masterplan BIM geht aber noch einen Schritt weiter, als nur BIM zu definieren. Und so werden verschiedene BIM-Anwendungsfälle definiert und konkretisiert. Und die bilden hinterher auch die Grundlage für die phasenweise Implementierung, wie wir gleich noch im Folgenden zeigen werden. Damit möchte ich aber gerne einsteigen in die oberste Etage der Pyramide. Sie erinnern sich an das Zukunftsbild. Was soll langfristig mit BIM eigentlich erreicht werden? Und das Zukunftsbild sieht vor, dass eben die Planung, der Bau, die Erhaltung und der Betrieb der Bundesfernstraßeninfrastruktur auf Basis voll integrierter Zwillinge erfolgen soll. Wenn sich fragt, was bedeutet jetzt digitaler Zwilling in diesem Kontext, auch darauf bietet der Masterplan eine Antwort, nämlich digitale Zwillinge bilden die physische Infrastruktur, seien es Brückenbauwerke, Tunnelbauwerke, Straßenbauwerke, mit allen relevanten Informationen digital ab. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Zukunftsbild insbesondere fokussiert auf die Betriebsphase, inklusive auch von Einbindung von Zukunftsthemen, seien es zum Beispiel Einsatz von Maschinendaten oder Herstellerdaten verknüpft mit dem Modell, aber auch das Thema Vernetzung von Echtzeitdaten, zum Beispiel über Sensoren, die an Brücken oder auch an Tunnelbauwerken installiert sind. Und zum Beispiel die Auswertung dieser Sensordaten über künstliche Intelligenz, über Big Data Analytics, also viele Zukunftsthemen, die uns sicherlich in der Zukunft ereilen werden, auf die quasi der digitale Zwilling auch die Antworten finden muss. Und die Anwendung von BIM über diesen gesamten Lebenszyklus, der schafft eben genau die Grundlage, diese digitalen vernetzten Zwillinge aufzubauen. Insofern ist eben vorgesehen, nach dem Implementierungsprozess von BIM ab 2025 auch einen Masterplan digitaler Zwilling aufzubauen, um eben das Thema Betriebsphase, Stichwort prädiktive Instandhaltung, Verlängerung der Lebensdauer von Infrastruktur weiter zu forcieren und zu bewegen. Damit möchte ich gerne das Zielbild verlassen und zu den strategischen Zielen der BIM-Implementierung kommen, die ebenfalls auch im Masterplan dokumentiert sind. Und einer der Ziele ist unter anderem das Thema, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und auch die Termin- und Kostenstabilität. Und wenn Sie in den Masterplan schauen, sehen Sie hier diese Hypothese der Effizienzsteigerung grau dargestellt. Die Kostenganglinie, also die abfließenden Mittel, die Budgets über den gesamten Lebenszyklus planen, bauen, betreiben bis zum Rückbau. Und blau korrespondierend dargestellt, welche Erwartungen hinterstehen oder welche wirtschaftlichen Potenziale hinter der BIM-Methode stecken. Und einer der Kernaussagen, die auch schon im Stufenplan verankert sind, bedeutet, dass mit dem Prinzip, erst digital zu planen und dann real zu bauen, relevante Planungsfehler frühzeitig erkannt werden, die im späteren Bauablauf zu kostspieligen Änderungen führen. Das heißt, vorher im Modell Kollisionsprüfung sehr detailliert und gut planen, um hinter, wenn es teuer wird in der Bauausführung, möglichst keine Fehler zu haben und die Änderungskosten auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu bedient sich der Masterplan auch internationale Studien, die dazu gelaufen sind. Das finden Sie unten hier in der Fußnote, auf welche Studien hier referenziert werden, wo ein wirtschaftlicher Nutzen von sogar bis zu 15% in diesen Studien dokumentiert sind. Im Masterplan ist dort etwas konservativer angegangen worden mit einer Erwartungshaltung von maximal 3-6% in der Kostenreduktion in der Bauphase und maximalen Beschleunigungseffekten von 2-4%, die sich sicherlich noch bewähren müssen, was auch noch analysiert werden muss. Wichtig in dem Zusammenhang ist an der Stelle zu sagen, dass die vollständigen Einsparpotenziale sicherlich erst realisiert werden können nach einer Hochlauf- und Investitionsphase. Das heißt, erst muss auch der Transformationsprozess in den Straßenbauverwaltungen in der Autobahn GmbH vonstatten gehen. Damit möchte ich gerne zu den nächsten Zielen kommen, nämlich dass BIM auch einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Bauen und Betreiben führt und auch die Kommunikation fördert. Bleiben wir zunächst bei dem Thema Nachhaltigkeit, also BIM
als Baustein für nachhaltiges Bauen und Betreiben zu nutzen oder zu interpretieren. Hier als Beispiel die Simulation eines Rückbaus mit dem Fokus der Weiterverwendung von Baustoffen. Stellen Sie sich vor, dass in BIM-Modellen eben zukünftig nicht nur Bauteileigenschaften, Termindaten dokumentiert, hinterlegt sind, verknüpft sind, sondern auch entsprechende CO2-Bilanzwerte, also sogenannten Carbon Footprint, um im Prinzip hinterher Nachhaltigkeitsanalysen über dieses Modell fahren zu können. Das sind sicherlich Themen, die uns schneller erreichen werden, als wir vielleicht denken. Im Ziel 3 gibt es das Thema Kommunikation stärken durch die Intensivierung der kollaborativen Zusammenarbeit. Und warum ist das so wichtig? Weil Kommunikationsdefizite oft die Hauptursache sind für Bauverzögerungen und damit einhergehender Kostensteigerung. Und genau da setzt eben BIM an, das Projektverständnis aller Beteiligten, insbesondere durch die kollaborative Zusammenarbeit, auf den Punkt zu bringen in einer Art Single Point of Information, aber auch über den Einsatz von Visualisierung, das Projektverständnis zu schärfen und das auch in der Öffentlichkeit, wo vielleicht nicht die Fachexpertise vorliegt, Pläne zu lesen, vielleicht auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, im Bereich der Plangenehmigung, neue Technologien einzusetzen wie Virtual Reality, um zum Beispiel Bauwerke zu begehen, bevor diese realisiert werden, um die entsprechende Akzeptanz zu schaffen, um nur einer von vielen Beispielen zu nennen. Kommen wir zu den weiteren Zielen. Die Einführung von BIM erfordert eben auch das Thema Harmonisierung von Standards und einheitliches Datenmanagement. Auch hier verweilen wir ganz kurz beim Datenmanagement. Hier geht es darum, eine zentrale Datenumgebung zu schaffen für das Datenmanagement innerhalb der BIM-Projekte, insbesondere der Aufbau von sogenannten CDEs, Common Data Environments, eben zur Verminderung von Redundanzen und der Erhöhung der Datenqualität. Und sukzessive sollen damit natürlich auch die Datenbestände des Bundesverkehrsministeriums entsprechend hinterher digitalisiert werden, weil Daten, die man von vornherein digital erfasst, sollen entsprechend hinterher im Betrieb auch weiter verwendet werden. Das letzte Ziel, das spricht die Harmonisierung und Standardisierung an, denn kein einheitliches Datenmanagement auch ohne Harmonisierung und Standardisierung. Und Herr Meister hat es gerade angesprochen, dafür wurden diese Rahmendokumente entwickelt, also einen bundesweit einheitlichen Rahmen, um eben diese Standards für den Bundesfernstraßenbau zur Verfügung zu stellen. Und hier wird selbstverständlich auch forciert, die offenen Schnittstellen, herstellerneutralen Schnittstellen, um keine Monopole zu schaffen, sondern dass im Prinzip hinterher neutral Software eingesetzt werden kann mit Open-BIM-Formaten, wie zum Beispiel IFC, Industrial Foundation Classes oder andere Formate. Damit kommen wir zum Herzstück, nämlich dem Implementierungskonzept, das im Masterplan verankert ist. Das Implementierungskonzept nennt sich dreistufiger Phasenplan und er sieht eine zeitlich gestaffelte Einführung von BIM vor über konkrete Anwendungsfälle. Sie sehen hier drei Phasen, beginnend von 2021 bis 2025, bis wir schließlich in 2025 in den Regelprozess starten, wo ein flächendeckender Einsatz von BIM forciert wird. Und diese Phasen sind entsprechend so aufgebaut, dass sukzessive von Schritt für Schritt die Anforderungen an BIM sukzessive steigern und auch die Anzahl der Anwendungsfälle sich deutlich erhöht. Und das fängt in der Phase 1 an mit Aufbruch und Harmonisierung. Das heißt, hier geht es um die einheitliche Anwendung der BIM-Methode nach den Rahmendokumenten, die als Anlage des Masterplans verabschiedet wurden, aber auch um die Einleitung eines individuellen Zielvereinbarungsprozesses zwischen dem BMVI, der Autobahn GmbH und den Auftragsverwaltungen der Länder, um den Einsatz von BIM in den Projekten festzulegen und die Meilensteine der Implementierung zu fixieren. Des Weiteren die Erstellung von Autobahn GmbH und länderspezifischen Implementierungsstrategien, also quasi die Antwort der Länderstrategie auf den BIM-Masterplan. Dies soll alles in der Phase 1 erfolgen. Schauen wir uns die Phase 2 an. Da geht es um die BIM-Umsetzung, diese regional zu intensivieren. Was bedeutet das? Auch das wurde sehr intensiv in der Lenkungsgruppe BIM besprochen. Das bedeutet, BIM in allen Niederlassungen, Standorten einzusetzen und dort zu professionalisieren, aber auch einen abgestimmten Einsatz von BIM in Großprojekten zu forcieren. Und das ist durchaus ein Paradigmenwechsel, nicht unbedingt zu starten mit den größten Projekten, sondern auch mit mittleren Projekten, um einen gewissen Reifegrad zu erlangen, um hinter die Expertise in Großprojekten einsetzen zu können.
In der Phase 3 geht es dann schließlich um den flächendeckenden Einsatz von BIM in Großprojekten und Projekten von besonderem öffentlichen Interesse und grundsätzlich in allen dann neu zu initiierenden Projekten in dieser Stufe, bis es schließlich hinterher ab 2025 in den Regelprozess überführt wird. Deswegen wird die dritte Phase auch dafür herangezogen werden, die Standards, den Regelprozess über diese Phasen zu entwickeln, aus den Pilotergebnissen, die dort erlangt wurden. Ich hatte eingangs erwähnt, dass das Thema Harmonisierung so wichtig ist. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Thema bundesweit einheitlicher Rahmen für die Einführung von BIM. Und für die erfolgreiche Einführung von BIM bedarf es eben der Implementierung über diese vier Handlungsfelder, die Sie sehen, Prozesse, Menschen, Richtlinien und Technologien. Was das bringt uns, die besten Prozesse und Standards, wenn wir das Personal nicht entsprechend qualifizieren oder die richtigen Technologien nicht zum Einsatz kommen. Insofern wird es hier eine Musterrichtlinie BIM geben, die beinhaltet quasi die Rahmendokumente für die ganz konkrete Projektarbeit. Im Gegensatz zu den Handlungsempfehlungen, die eben nicht für die konkrete Projektarbeit da sind, sondern unterstützende Hinweise geben für die Implementierung in den Organisationen. Dadurch, dass das in der Hoheit der Länder ist, können das auch nur unterstützende Hinweise sein und keine Vorgaben. Deswegen wird hier differenziert zwischen der Musterrichtlinie und den Handlungsempfehlungen, die entweder projektspezifisch oder eben organisationsspezifisch wirken. Dazu gibt es gleich im Anschluss einen kurzen Einblick auch von Dr. Tulke und mir. Und zwei Themeninseln haben wir diesen Themen gewidmet, weil das natürlich auch einer der wichtigsten zentralen Kernstücke des BIM Masterplans ist und wird heute vorgestellt von Herrn Schmidt von BIM Deutschland und Momme Pedersen von BIM Hamburg. Standardisierung und Harmonisierung kann nicht in der grauen Theorie stattfinden, sondern das muss praxisnah organisiert werden. Das wurde auch in der Lenkungsgruppe BIM entsprechend beschlossen und besprochen. Und insofern ist es hier wichtig, eben über ein Pilot- und Evaluierungsprogramm zu agieren. Das heißt, in jeder Entwicklungsphase wird ein Pilot- und Evaluierungsprogramm aufgesetzt, um Anwendungsfälle, die wir haben, zu prüfen auf Praxistauglichkeit, aber auch neue Anwendungsfälle zu erproben. Diese Erkenntnisse aus den Pilotprojekten werden in Evaluierungsprojekten gebündelt und dann hinterher standardisiert und in den Regelwerken bzw. diesen Handreichen, die Sie hier sehen, Rahmendokumenten zur Verfügung gestellt. Das heißt, diese Musterrichtlinie und auch die Handlungsempfehlungen, die unterliegen einem ständigen Entwicklungsprozess, also eine kontinuierliche Weiterentwicklung, bis sie hinterher verbindlich im Regelprozess hinterher auch zur Einführung kommen. Damit bin ich bei meiner letzte Folie mit der Frage, wie wird eigentlich die BIM-Implementierung bund- länderübergreifend gesteuert? Herr Deusen hat gerade schon einige Punkte angesprochen. Hier hat sich nämlich eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern etabliert. Angefangen bei der Bund-Länder-Dienstbesprechung BIM, die initiiert wurde, die das Entscheidungsgremium ist für die BIM-Implementierung und wo auch der Masterplan mit den Rahmendokumenten beschlossen wurde. Diese Bund-Länder-Dienstbesprechung hat eine Lenkungsgruppe initiiert für die Koordinierung und übergreifende BIM-Implementierung in der Autobahn GmbH, den Straßenbauverwaltungen der Länder. Und auf der Projektebene, die initiiert wurde, über die Lenkungsgruppe findet der Erfahrungsaustausch statt zwischen Bund und Ländern mit den BIM-Expertinnen und Experten unter Einbindung von Industrie, Forschung und Wissenschaft. Des Weiteren ist an der Stelle wichtig zu erwähnen, dass es eben halt auch gewisser verbindlicher Ziele bedarf. Deswegen, ich hatte es gerade schon erwähnt, gibt es einen Zielvereinbarungsprozess, der jetzt auch initiiert werden soll zwischen Bund und Ländern. Und es wird begleitet über ein sogenanntes Reifegradmodell zur kontinuierlichen Analyse des BIM-Implementierungsfortschrittes in den verschiedenen Straßenbauverwaltungen der Länder. Damit möchte ich gerne wieder an Herrn Meister abgeben für das Fazit und danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wenn man das Fazit daraus ziehen möchte, haben wir vom BMVI aus ein gemeinsames Verständnis mit BIM auf Basis des Masterplans definiert. Das, wie Sie jetzt gerade auch gemerkt haben, ist der rote Faden durch den Masterplan gesponnen worden. Er zeigt ein Zukunftsbild auf, was auch wichtig ist, damit man weiß, wie in Zukunft auch das BMVI diese Sache ausrichten möchte und beschreibt in den strategischen Zielen der BIM-Implementierung den weiteren Weg. Wir stehen natürlich jetzt auch noch für Fragen zur Verfügung, Herr Scholz und ich, und würde zurückgeben an Herrn Lindemeyer. Ja, vielen Dank, Herr Meister, vielen Dank, Herr Scholz. Es gibt auch Fragen, einige
ein bisschen zu viel, um das jetzt hier zu stellen. Ich werde aber Ihnen gleich 2, 3 Fragen stellen. Grundsätzlich bitten wir alle, Ihre Fragen zu stellen im Chat. Wenn wir die hier nicht beantworten können, ganz sicher in den Themeninseln, dort sind Sie gut aufgehoben. Ein Hinweis noch, Sie sehen noch eine Kollegin von mir immer auf Ihrem Bildschirm, das ist Frau Grote. Frau Grote moderiert den Chat und strukturiert den Chat, sodass wir auch alle Informationen, die im Chat stehen, dann auch hier ins Studio übertragen werden, live. Und dann sind wir auch schon bei der ersten Frage, Herr Meister. Ich lese es vor, weil es etwas schwieriger, eine, glaube ich, präzise Frage ist, aber an das BMVI. Dienstliche Anweisungen des Bundes werden per allgemeinem Rundschreiben an die Länder verteilt. Der Masterplan wurde per E-Mail verteilt. Welche Verbindlichkeit haben die im Masterplan genannten Zeiten bis 25 auf das Handeln des Bundes? Darauf möchte ich Folgendes erwidern oder antworten. Wir haben uns erst einmal gegen das allgemeine Rundschreiben entschieden, weil wir hier ja noch in einer Pilotierungs- und Evaluierungsphase sind bis 2025. Bis 2025 hat der Bund sich vorgenommen, die bundesweit einheitlichen Regelungen und Strukturen herzustellen, um dann den Ländern ab 2025 zu ermöglichen, dass sie in den Regelprozess gehen können. Wir werden verbindlich das mit den Zielvereinbarungen mit der Autobahn GmbH und mit den Ländern vereinbaren, sodass wir auch das mit der Öffentlichkeit kommunizieren können, wann einzelne Länder und einzelne Organisationen in die einzelnen Phasen eintreten werden, damit man sich auch in der Öffentlichkeit und auch in der Wirtschaft darauf vorbereiten kann. Ja, vielen Dank, Herr Meister. Ich habe noch 2 Fragen an Herrn Scholz. Wo sollen die Informationen vorgehalten werden? Direkt in den Modellen oder in einer Datenbank mit Verknüpfung zum Bauteil im Modell? Also grundsätzlich ist es so, dass wir gerade in den ersten Projekten hinterher eine Common Data Environment sicherlich haben werden, wo die Informationen vorgehalten werden. Das findet sich hinterher auch in dem Rahmendokument, was heute noch vorgestellt wird, dass die erste Stufe der CDE ist, dass dort erstmal alle Informationen gesammelt werden. Wenn man jetzt aber mal perspektivisch weiterdenkt, muss das so entwickelt werden, dass es hinter Datenbanksysteme gibt, wo die Daten entsprechend gepflegt und weiterentwickelt werden, um sie dort auch in den Betrieb zu übergeben. Deswegen ist die Antwort 2-gestuft. Am Anfang sicherlich innerhalb der Common Data Environment für die Projekte und hinterher in der Entwicklung auch, sage ich mal, Einbringen dieser Daten in Datenbanken, um entsprechend auch ein digitalisiertes Betriebsmanagement zu gewährleisten. 2. Frage, wie geht der Maßnahmenplan mit einer streckenbezogenen Betrachtung von Autobahnen um? Gut, also eine Autobahn ist natürlich hinterher ein Konglomerat aus verschiedenen Ingenieurbauwerken und Strecken. Und da gibt es auch schon einige Pilotprojekte zu. Und das wird hinterher in gewisse Planungsabschnitte meines Erachtens unterteilt werden müssen. Aber die BIM-Methode ist grundsätzlich einsetzbar für alle Gewerke, sei es Straße, Brücke, Tunnel. Und da werden hinterher verschiedene, sag ich mal, Abschnitte gewählt werden müssen, über die BIM-Methode hinterher angewendet werden muss. Das steht aber nicht im Widerspruch zur Methode an sich. Ja, das sind die Fragen jetzt im Plenum. Bitte alle die Fragen, die jetzt noch im Chat stehen, stellen Sie die auch in den jeweiligen Themeninseln. Dann bekommen Sie sicherlich eine Antwort. Wir kommen, bevor wir gleich zu Herrn Dr. Tulke und Herrn Scholz noch einmal kommen, wir kommen ein bisschen auf die 900 zu. Wir haben jetzt deutlich über 800 Teilnehmer, also es wächst, was, glaube ich, eine gute Nachricht ist.